Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich damals nach dem Studium angefangen habe, in der freien Wirtschaft zu arbeiten, da hat mich ein Satz begleitet, und nicht nur mich, sondern ganz viele andere, die auch das Arbeiten angefangen haben. Und dieser Satz hieß: Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Weil man eben manchmal auch Härten nehmen muss, weil man sich viele Dinge hart erarbeiten muss und weil es im Leben eben nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt und wünscht. Wenn man sich aber hier den Antrag anschaut, den Sie hier einbringen von den Linken, dann hat man das Gefühl, Sie denken, Sie wären hier bei Wünsch dir was. 1.000 Euro Weihnachtsgeschenk für Asylbewerber, 1.000 Euro Weihnachtsgeschenk für Hartz-IV-Empfänger, 50% mehr Grundleistungen für Hartz-IV-Empfänger, sämtliche Sanktionsmöglichkeiten an der Stelle abschaffen, und Mieter sollen in der Lage sein, einfach mal so ihre Miete um 30% zu reduzieren. Das ist absolutes Wünsch dir was, vor allem wenn man bedenkt, dass wir schon in 2019 über eine Billion Euro über den Sozialstaat umverteilt haben. Schauen wir uns doch mal an, nein, wir müssen uns nicht das Bruttoinlandsprodukt anschauen, wir müssen uns anschauen, wie viele Menschen finanzieren das Ganze. Wir wissen, wir haben ca. 15 Millionen Netto-Steuerzahler. Wie viele genau Netto-Sozialstaatsfinanzierer wir haben, wissen wir nicht. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Zahl bei 30 Millionen liegt, wo sie nie und nimmer liegt, was sehr, sehr großzügig geschätzt ist, wenn sie bei 30 Millionen liegen würde und diese 30 Millionen eine Billion Euro finanzieren müssten, eine Billion, das ist eine Million Millionen, das ist eine Zahl, die ist so groß, die kann sich kein Mensch vorstellen da draußen. Selbst wenn dem so wäre, dass es 30 Millionen wären, die es nie und nimmer sind, dann müsste jeder von diesen 3.000 Euro jeden Monat abgeben, und das tun die Menschen auch. 3.000 Euro Wertschöpfung gehen weg, und die werden einfach umverteilt. Und das ist ein Riesenproblem, was wir haben im internationalen Wettbewerb, weil das ist in anderen Ländern nicht so. Und das ist die Ursache für die Armut in Deutschland, dass nämlich der Staat wie ein Vampir an den Menschen sitzt und ihnen das Geld wegsaugt. Vor ein paar Minuten kam ein Artikel in der Welt, dass sich nicht mal mehr die Menschen in der Mittelschicht in der Lage sind, sich ein Eigenheim zu leisten. Da sind wir inzwischen angekommen. Den Menschen wird während des Arbeitslebens so viel Geld weggenommen, dass sie nicht in der Lage sind, für Krisenzeiten vorzusorgen, dass sie nicht in der Lage sind, für das Alter vorzusorgen. Und wenn die Menschen dann irgendwann nicht mehr können, weil sie krank sind oder weil sie alt sind, dann sind sie auf den Sozialstaat angewiesen. Und dann landen sie in der Altersarmut. Und das ist eine absolut verantwortungslose Politik, meine Damen und Herren. Und da wollen wir nicht hin. Und deswegen können wir nicht hier Wünsch dir was spielen und das Geld mit beiden Händen immer weiter ausgeben. Wir haben in Deutschland momentan eine absolut toxische Mischung aus Vernichtung der Wirtschaft auf der einen Seite, durch wahnwitzige europäische Regelungen wie Euro 7 und anderes, und auf der anderen Seite auch durch den Lockdown und diese Lockdown-Politik, die viele Menschen, die eigentlich arbeiten wollen würde, beschäftigungslos macht im Moment. Und auf der anderen Seite wird immer mehr Geld mit beiden Händen ausgegeben. Diese toxische Mischung vernichtet die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sie vernichtet den Wohlstand in diesem Land. Und sie sorgt dafür, dass in Zukunft noch viel, viel mehr Menschen in Armut leben wollen. Das wollen wir als AfD nicht. Und deswegen lehnen wir Wünsch dir was Anträge ab. Und wir hoffen, dass es endlich mal zu einer Vernunft kommt. Nämlich, man muss umkehren von dem Weg. Wir müssen die Wirtschaft wieder stärken. Und wir müssen dafür sorgen, dass tatsächlich diese Sozialausgaben auch wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden. Eine Billion Euro, das ist langfristig international nicht wettbewerbsfähig. Damit können die Menschen nicht selber vorsorgen. Wir wollen, dass die Menschen selber in der Lage sind, durch das, was sie erarbeitet haben, für Notzeiten vorzusorgen und dass sie nicht immer am Tropf des Staates hängen müssen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner erteile ich der Kollegin Daniela Kolbe, SPD-Fraktion.